Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion von Shadowlord. Ja, beim letzten Mal haben wir den Herrn Finsterling besiegt und Taos die Galerie angesehen. Und ich könnte mich dafür selbst in den Arsch beißen, weil ich habe eigentlich damit vollkommen unnötig war, eure Zeit geraubt. Denn mir ist gerade eingefallen, was ich hätte machen können, anstelle dessen euch 5 Minuten lang oder noch länger einfach mal die Ohren vorzuquasseln mit Sachen, die euch überhaupt nicht interessieren. Ich hätte genauso gut einfach die Macht, eine weitere Besonderheit der Wassermünze oder Wasserpower zeigen können. Aber nö, mache ich natürlich nicht. Erstmal dafür. Sorry. So, die Macht der Wassermünze. Wollen wir doch mal jetzt mal hier demonstrieren? Ein Wassergeist. Den wir auch jetzt hier haben. Also erstmal heißt es natürlich wieder hier den Samen gießen. So, wie ihr sehen könnt, er ist schon aufgegangen zu einer Knospe. Und, seht doch mal, es blüht. Och, ist das nicht schön. Ist die nicht herrlich? Ha, Gartenarbeit lohnt sich immer, liebe Leute. Und das auch nicht nur bei Gartenpflanzen. Denn natürlich brauchen auch Hauspflanzen regelmäßig Wasser. Und, ja, die sind sogar sehr dankbar für uns dann, liebe Leute. Ihr wisst nicht, was ich genau meine? Dann wart doch mal ab. Denn ich habe nun vor, mir eben eine Topfpflanze zu suchen. Irgendwo sollte doch wieder eine sein. Ja, also auf jeden Fall im Wohnbereich gibt es welche. Also da, wo wir Luis, Rolanda und Roland besiegt haben. So, also hier gab es, glaube ich, keine Pflanze, oder? Nein. Hier gibt es keine Pflanzen. Was soll's? Bei Luis vielleicht ein Zimmer? Da nicht. Ah ja, auf dem Tisch ist einer. Mal sehen. Nö, funktioniert leider nicht. Wieso? Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ja, ich habe die Pflanzen gegossen. Einfach, aber effektiv. Warum wollt ihr das wissen? Ist effektiv. Wartet mal ab. Warten wir mal. Wollen wir mal diese Pflanze gießen? Ja, Leute, die Pflanzen sind uns dankbar und schenken uns Rubine, Saphire, Smaragde oder einfach nur Geld. Ja, Leute, es lohnt sich wirklich, hier sämtliche Pflanzen dafür zu gießen. Und das ist nicht nur, weil es bei der so, sondern wirklich jede Pflanze in der, jede Pflanze in der Villa gibt uns Gold, Moneten, Zaster, wenn wir sie gießen. Diese Information bekommen wir irgendwann mal, wenn wir einen Buhu aufgesaugt haben vom Professor Igitt. Aber da ich diese Information natürlich jetzt schon habe, möchte ich sie natürlich vorteilen. Also ich glaube, die alten Strecken war schon ganz gut gehabt, oder? Wo Leute auch, oder? Anscheinend schon. Hier waren, glaube ich, ja, hier waren Topfpflanzen. Oder? Die schon mal nicht. Ist immer gut zu wissen, dass man hier, da ist auch was drin. Kann ich nicht gießen. Schade. Und die hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Nö. Ist hier wenigstens das hier drin? Nö. Und Kronleuchte wahrscheinlich auch nicht. Nö. Hier waren keine Pflanzen, so wie ich weiß. Nö. Dann auf dem Balkon, aber da standen welche. Das weiß ich ganz genau. Yay. Geldscheine, Bienen, Goldsparren, was ist das hier? Ist doch geil. War das noch eine Pflanze? Jo, da war noch eine Pflanze. Ah! Sag ich doch, es lohnt sich immer, die Pflanze zu gießen, liebe Leute. So, haben wir das alles auch schon mal hinter uns. Komm. Nehmen wir mal die Abkürzung. So, Teleportation! Und dann wollen wir es mal im Bereich Nummer 3 begeben, weil sonst fallen mir gerade keine Pflanzen mehr ein, die ich noch gießen könnte. Zumindest jetzt so spontan. Ich jetzt sicherheitshalber nochmal hier gucken. In der Waschküche. So, zack, hier war definitiv keine, das weiß ich ganz genau. Obwohl war hier. Okay, war auch schon Gold drin. Geld. Und hier, ebenfalls. Eine Pflanze sehe ich jetzt hier nirgendwo. Höchstens Klopapier. Eine Nähmaschine. Okay. Sonst gab es bei Melodia gab es keine
Pflanze. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bei der Schöngrasche waren wir. Ja gut, bei der Tunneltaube ist recht nicht. Und im Lagerraum auch nicht. Also, wollen wir doch mal endlich mal weitergehen hier, nicht wahr? Weiter in der Mission Mario zu finden. Dafür müssen wir in diese Richtung. Gehen nach da oben. Dort sehen wir dann halt die Kreuztür. Wo wir den Kreuzschlüssel bekommen haben, nachdem wir den Herr Finsterling besiegt haben. Willkommen im Bereich Nummer 3, liebe Leute. Da es sich ja wieder um eine besondere Tür handelt, lasse ich mal die Türöffnungsanimation an. Hilfe! Mario! So, wollen wir mal sehen. Hier floppen eine ganze Menge Geister, Mini-Geister auch wieder. Diese aufzusagen macht nicht mehr wirklich Sinn, weil es sind so viele, tauchen immer wieder auf. Das ist voll für Arsch. Aber die Fenster hätte ich schon gerne. Plopp. Plopp. Und plopp. Hier in diese Statue ist, glaube ich, jupp, ins Herzen. Na, komm. Ja, damit. Hier haben wir einen Brunnen, auf dem wir wieder ein Wassergeist bekommen können. Und diese Pflanzen hier, die können wir auch blicken. Au! Ey! Arschloch! Mann! Das gibt's doch nicht weh. Da passt man eine Sekunde nicht auf und schon wird man gibt's einen hinterhältigen Angriff. So, und na, na. So, das Geld hätte ich schon gerne. Ich mache hier gerade irgendwie vollkommen mein Geld. Mein Geld, mein Geld, mein schönes, schönes Geld. So, da war weiter hier. Ah, ich glaube, die Geister weg. Was für Glück. Voll nervig. Oh, ich klopfe die gerade auf und tauchen gerade vor mir auf. Okay, das war schon das Miete. Und hier drin haben wir. Yay, noch ein Smaragd. Cool. Oh, den möchte ich gerne haben. So, und den Zwang natürlich auch. Ja, in diesem Gartenbereich, wo Leute tauchen sogar blöden Deckengeister auf. Aber das ist eine geile Sache. Problem hatte ich. Hier sollte eigentlich jetzt gleich noch einer sein. Denn hier kann man auch. Denn hier, was du die wenigsten wissen, man kann auch hier Lichter machen. Die man halt alle Geister aufsaugt. Das ist. Hey, hier geblieben! So, hier ist noch einer von denen. Zwei sogar. Meine Fresse. Meine Sache. Alles, liebe Leute, diese Statue, die gibt uns in der Regel Geld. Geld, 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 Geld. Der Mann gibt es Herz, die Frau gibt es Geld. Ja. So wie in echt Leben, nicht wahr? Nee, eigentlich genau umgekehrt, aber egal. Eigentlich ist es eher so, dass die Frau das Geld nimmt. Die Männer es hergeben dürfen. Die Männer der Schaffens wissen, was ich meine. So, die Tür ist da übrigens noch zu. So, aber den einen Deckengeist hier, den möchte ich gerne noch. Jawohl, jetzt habe ich ihn. So, und eingesaugt. Yay! Das ist echt die wenigste Neues, dass man hier diesen Raum auch und den Garten auch anmachen kann. Und dafür gibt es auch wieder nur Geld, 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 Boni, Zaster und weiteres. Also, ich habe euch ein paar LPs in diesem Spiel angeguckt und, echt, wie links ist das? Okay, das habe ich versehentlich gemacht. Hier in diesem Vogelhäuschen finden wir, das ist Marios Brief. Was da drin stehen mag, wir können es leider nicht lesen. Tja, wir kommen nicht weiter, weil da gab es ja keine Spur. Nur kein Schlüssel. Hier müsst ihr allerdings hierfür, Achtung, von der Seite machen. So, die Tür kann sie nämlich kaputt hauen und darin versteckt sich ein Toad. Ja. Etwas Furchtbares ist in diesem Brunnen! Und er sagt uns auch nichts, ja. Vielleicht sollten wir mal nachsehen. So schlimm kann es da nicht sein. Hallo, wir sind Luigi, die größte Feigling aller Zeiten. Und wir haben ganz viel Zeit, hier runter zu klettern. Wie ein Bonusbrunnen, ist sogar eine Etage. Wollen wir mal gucken. Oh, Gang. Wollen wir sehen. Ein Gargoyle. Und ich stecke mitten in seinem Maul. Das ist eigentlich so ein bisschen, uncool vielleicht. Weiß nicht. Oh, ein Spiegelchen. Tja. König Buhu. Und Mario? Was? Mario ist ein. Ich will hier raus! Mario ist ein Gemälde eingefangen und König Buhu ist direkt vor ihm? Ach du Scheiße! Tja, und dahinter haben wir gerade einen Deckengeist gehört. Den müssen wir aufsaugen, damit wir den Schlüssel hier kriegen, damit wir weiter können. Ja, liebe Leute, nun wisst ihr über das Schicksal unseres Bruders Bescheid. König Buhu hat ein Gemälde gebannt. Das ist irgendwie unheimlich und hat auch einen gewissen Grad von Ironie.
Weil die Mario-Spiele haben verdammt viel mit Gemälde zu tun und jetzt ist Mario selbst eins. Ist irgendwie, vor allem, wenn wir hier, wenn ich bedenke, dass die ganzen Geister ja auch ein Gemälde banne. Tja, nun wissen wir Bescheid über das Schicksal unseres Bruders. Und der Tod hört doch auf zu weinen und gibt uns doch, na gut, gleich. Und gibt es doch Informationen, die wir brauchen können. Du hast ihn gesehen, ich war. Das hat mir Mario nur gemacht, angetan. Als ich ihn so sehen musste, gingen mir die Nerven durch. Ich bin durch die ganze Welle gerannt, um ein Versteck zu finden. Und dann versteckst du dich ausgerechnet genau 5 oder vielleicht so 10 Meter neben Mario. Du bist vielleicht eine Witzgurke. Während ich gerannt bin, ist mir aufgefallen, dass Mario einige seiner Sinne verloren hat. Es handelt sich um eine Mütze, einen Handschuh, einen Schuh, einen Brief und einen Stern. Ich habe insgesamt 5 Gegenstände gesehen. Wenn ich doch nur erinnern könnte, wo sie rumliegen, dann würde ich sie mit herbringen. Tja, ich hätte sie gleich doch mitnehmen sollen. Überlass das mir! Was? Wie? Ernsthaft? Du meinst, dass du Marios Sachen für mich suchen wirst? Hurra, Spitze, großartig! Oh, vielen Dank, Luigi! Und natürlich nicht speichern. Und ja, Leute, das ist unsere nächste Mission. Findet Marios Sachen. Dafür müsst ihr uns Bereich Nummer 3 durchbegeben und die Mütze und den Brief haben wir bereits. An den Schuh, den Handschuh und den Stern kommen. Wir brauchen noch keine Sorge. Wollen wir doch erst einmal hier diesen Bereich hier öffnen, wo wir auch ein neues Gemäldegeist kriegen. Ein neues Gemäldegeist, ist klar. Ein neues Gemäldegeist finden. Ja. Im Trainingsraum finden wir nämlich total viele wieder. Moneten, Zaster, Kies. Viele Trainingsgeräte, ist klar. Und ein blauer Geist. Und ha! Eingeklatscht! Den habe ich wieder voll vergessen. Jawohl. So, ihr seht schon, wir haben einen Bodybuilder-Geist diesmal. Den Mr. Astral Universum. So, und die Scheine habe ich jetzt. Die Mütze da auch. Und, jupp, alles eingesammelt. Da vorne haben wir Mr. Astral Universum, der an seiner Hand, der seine Eisen stemmt. Deswegen. Ja, nee, ist klar. Leute, das war ein Versehen. Das war scheiße. Das war. Verdammte Kacke, was sollte der Scheiß denn? Mann! Ich wollte das Herz gern, da steht Spiegel. Ist ja wieder klar. Typisch Shadowlord hier. Oh, peinlich! Das ist echt peinlich! Meine Fresse! Na gut, vielleicht ist jetzt jetzt in den da hier drin was drin. Der Platz hier? Nö, das ist der Miete. Nur eine Pflanze, verreckt doch. Tja, Mann. Oh, blöde Scheiße. So, wieder zurück und diesmal bitte das Herz. Von hier aus erwische ich es nicht. So. Moment, daneben. So, jetzt habe ich es aber. Nicht. Jetzt aber, geht doch. Sieh dir einer diesen Schwabbel an. Ich hingegen bin in Topform. Wie wär's, Schwächling? Hast du Lust, mein Sandsack zu sein? Das ist natürlich wieder ein kleiner Hinweis, denn ihr seht hier schon 3 Sandsäcke. Hm, das könnte das nicht bedeuten. Wollen wir erstmal hier weiter suchen? Da finden wir schon mal nichts. Da auch nichts. Hier ist auch nichts drin. Und Leute, ganz guter Hinweis: Benutzt das Laufband. Benutzt das Laufband einfach, denn da kommt nach einer Weile ein Schlüssel raus. Dieser Schlüssel ist vollkommen optional. Und spart euch einen riesen Umweg, denn damit kriegen wir diese Tür dort auf, die ansonsten ewig und 3 Tage lang zu wäre. So, Mr. Astral Universum, wie fangen wir den ein? Nämlich Sandsäcke. Wir müssen Sandsäcke gegen ihn hauen. Nichts Großartiges, aber naja. Wir müssen nämlich aufpassen, Sandsäcke können auch uns erwischen. Ja, das ging in die Hose. Der erste Schwung des Sandsacks haut Mr. Astral Universum aus den Latschen. Und jetzt ist er natürlich voll angepisst und will uns angreifen. So, aber wir haben es das Universum umgehauen und eingesaugt. Ja gut, wir sind gerade dabei, ihn einzusaugen und ja. Also verdammt, das Universum macht es auch allgemein nicht leicht. Ja gut, da habe ich mich verloren. Oh, verdammt. Hat nicht ganz gut geklappt. Schade. Na gut, habe ich jetzt 2 Geister nicht vergessen, mal einsaugen können. Aber wir müssen jetzt nur das Universum einmal anhauen und schon können wir doch wieder aufsaugen. Ja. Na gut, nicht so toll, muss ich sagen. Und, ja, hier haben wir wieder Buhu und das war wieder ein optionaler Geist. Der Buhu scheint hier zu sein. Aber mal gucken, ob wir ihn kriegen. Und es ist... Ich bin Bugiskan! Tja, diesmal sehen die Leute, jetzt haben Buhu schon 100 Lebenspunkte. Du bleibst schön hier. Ja, das ist ja klar. Wuhu, haben wir auch den 16. Buhu eingefangen. Gut gemacht, Luigi. Ich habe ganz andere Informationen für dich.
Hast du schon mal von Elementen gehört, oder? Es heißt, sie stimmt in einer Art Dreieck mit dir. Was das heißen soll? Dass Feuer, das Wasser Feuer bezwingt. Feuer hingegen Eis und Eis wiederum Wasser. Hehe, verstehst du? Okay, ja gut, okay. Jetzt hat er uns erklärt, wie wir die Elemente einsetzen können, um sie gegeneinander aufzuheben. So, erstmal natürlich hier den Loot einkassieren. So. Ich mag Geld, 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 regiert die Welt. Ich bin Mr. Krabs, so nicht ganz so rot. Aber ich bin gierig und möchte noch mehr Moos. Und so. Das war eine Schlauchsteckerei, muss ich mal sagen. So, liebe Leute, nun sind wir hier im weiteren Bereich Nummer 3. Aber erstmal öffnen wir diese Tür und würde sagen, im nächsten Part begeben wir uns nochmal in die obere Etage. Wo, in dem Bereich, wo wir noch nicht waren. Ey, komm, Luigi, du weißt, was dahinter ist. Du weißt, was dahinter ist. Hier ist sicher. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Eine schöne gute Nacht. Wir sind das nächste Mal auf der Jagd nach, auf der Suche nach Mario. Beziehungsweise auf der Befreiungsmission von Mario. Wenn ihr es wollt, macht es gut.